Fiat Tempra. Sieht man auch nicht mehr alle Tage. So, hey, Rob hier. Heute gehen wir den Ursachen, warum Cookie gerade nicht anspringt, auf den Grund. Laut den Kommentaren liegt es am Sprit. Meine Vermutung ist es zumindest, dass es das Kabel von Anlasser zur Batterie ist, das vielleicht irgendwo einen Knick hat. Jetzt füllen wir gerade etwas rein. Wenn er jetzt anspringt, lag es am Sprit. Wenn er jetzt nicht anspringt, liegt es am Kabel. Ja, dann liegt es am Kabel. Viel Arbeit. Ja, unser Plan ist dann, den Kabel nochmal komplett selber zu machen. Denn dann wissen wir wenigstens, dass es auch funktioniert. Ja, ich sehe auch, dass der Tank leer ist. Allerdings, nirgendwo war jetzt großartig die Kontrollleuchte zu sehen. Hier. Weil sonst, wenn er wirklich leer wäre, laut meinem Verständnis, würde das eigentlich auch anzeigen. Das hat er aber nicht. Deswegen, mal gucken. Also würdest du sagen, liegt es auch am Kabel? Wahrscheinlich, ja. Das heißt jetzt für uns mehr Arbeit, aber auch Gewissheit. Also wissen wir jetzt, was die nächste Baustelle ist. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit kann ich Cookie trotzdem mal rüberbringen und mal anfangen zu schleifen. Unser Versuch ist jetzt, mit dem Astra Cookie abzuschleppen. Was sie dafür allerdings machen muss, ist die Auffahrt mit dem Besen freizukehren, damit wir hoffentlich rutschfrei hochkommen. Ich wünsche mir Glück. Und jetzt, da Cookie jetzt hier drüben ist, kann das Projekt langsam beginnen. Let's go!
So, kleiner Bildungsauftrag. Wieso hassen alle 126er Fahrer die spezifischen Kunststoffschrauben? Ganz einfach. Sie brechen sehr, sehr leicht ab. Und das ist übrigens auch bei der Montage bei Cookie passiert. Hier. Das Problem ist, diese Schraube hat jetzt gar keinen Kopf mehr. Und die hält den Blinker fest. Wie kriege ich das jetzt ab, ohne irgendwas hier kaputt zu machen? Wunderschön. So, mit der Stoßstange von vorne ist das alles ein bisschen komplizierter, denn da braucht man definitiv mehrere Gelenke dafür, um irgendwie halbwegs gut dran zu kommen. Aber dafür gibt es eine Lösung. Nämlich sowas Flexibles hier, wo man eine 10er Nuss drauf machen kann. War doch ein 13er, sorry. It worked. So, Cookie ist jetzt soweit auseinandergebaut. Und ich habe alle Teile in einen großen Karton reingetan. Der große Karton ist der hier. Also, im nächsten Video fangen wir dann an mit der Karosseriearbeit. Wenn ihr keine Episode dieses Makeovers verpassen wollt, lasst doch mal ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.